Der Niesmann Bischof Ice Move. Ja, auch wir haben ihn heute mal im kleinen Praxistest, haben ihn vorher mal begangen, denn es gibt so viel Neues, dass man sich das Auto wirklich mal anschauen muss, ohne dass einer zuguckt. Denn wenn man vorher dachte, man kann alles bedienen, das ist hier nicht mehr der Fall, denn alles ist anders beim Ice Move. Da steht ja, die Herausforderung war es beim 6.9e. Also ein rund 7 Meter Fahrzeug, das alles hinzubekommen auf 3,5 Tonnen, sodass er mit dem alten Führerschein auch noch zu fahren ist. Und was Sie gleich sehen werden, ist quasi die Revolution bei den Reisemobilen für Menschen, die alles anders haben möchten und so ein richtig tolles Design haben möchten, wie, ich sag mal, in so einem Luxusloft. Kann man das sagen? Ja, das kann man sagen. Ja, ich grüße dich, Marlene. Hallo, Sven. Ja, heute am 28. Oktober 2020. Wir sind in Bayern, der Freistaat, und ja, machen heute mal ein Special Niesmann Bischof mit dem 6.9e Ice Move. Ja, auch zu uns kam es auf Fiat Ducato. Ja, 3,5 Tonnen, du hast noch den großen Führerschein, aber es gibt ja viele, die dürfen das nicht mehr fahren. C1E-Fahrschulen gibt es oder C1-Fahrschulen, aber viele möchten ja, dass auch die Kinder zum Beispiel damit fahren. Und wir schauen uns das Auto mal an. Wie hat es dir denn innen gefallen? Ja, es war wirklich sehr schick. Was ganz anderes? Ja, auf jeden Fall. So, wir gehen mal kurz zum Rum, dass wir das Auto mal sehen. Also Fiat Ducato, das ist die Außendimension. Knapp 7 Meter. Stell ich mir kurz hervor, du bist 1,72 Meter. Das ist die Größe von dem Auto im Vergleich zum 920 EK, der daneben steht. Der könnte da quasi in der Garage parken. Er ist ein bisschen kleiner, aber das soll ja auch so sein. Klein und fein und Luxus pur. Ich habe Schiebefenster an der Seite, habe keine Öffnung mehr an der Seite. Und das sind Leichtmetallfelgen, nicht die typischen. Mit Niesmann Logo drauf. Ich habe große Außenspiegel mit viel Überblick. Wenn du da mal aufmachst. So, AdBlue und der Dieseltank. So sieht das Ganze aus. Wir haben viel Licht im Moment. Die Truma Kombi 6. Und das erste Staufach. Die liebst du, gell? Diese Schlösser. Ja, die sind nicht meine Freunde. Aber es geht. Ja. Das Ganze hier ist aus Metall. Das sieht aus Aluminium. Da ist die Tankentsorgung. Und hier vorne hast du dann die Entleerung vom Abwasser und die Entleerung vom Wassertank. Und der Stromanschluss. Eine Kassettentoilette, also kein Festtank. Die ist hier. Gucken, ob die auf ist. Einmal dort und einmal rechts drücken. Nee, rechts in das Schloss rein. Auf beide. Kannst du öffnen und da ist die Kassette drin. Das kennst du noch, gell? Ja, von früher noch. Porta-Potti. Porta-Potti mit Wohnwagen, ja. Da kann man sich übrigens auch eine zweite organisieren. Da ist die Einfülleinheit, also weit. So normal, wie es jetzt im Moment aussieht. Warte, ich komme kurz zu dir, dass der Einfüllstutzen, Frischwasser. So sieht das Rad aus. Mach mal auf. Ich habe also zwei Türen. So sieht uns das Heck aus. Automotives Design. My Ice Move im Vergleich zum Clue Line, der links daneben steht. Der kleine Bruder. Das ist auch ein Clueliner. Aber er hat alles, was die Großen auch haben, nur ein bisschen kleiner. Das ist übrigens die Befüllung vom Wassertank, die wir eben gesehen haben. Da ist die Luftheizung mit drin, Technik an Bord. Und da ist übrigens das Bordwerkzeug drin. Wir haben es eben erfahren, weil wir es im Video gesagt haben. Die Airline-Schienen, die kennst du? Ja, die kenne ich auch noch gut. Und die Notkurbel, beziehungsweise die Kurbel für die Markise. So ist das Ganze uns an der Seite aufgebaut, also nochmal beplankt, sodass das Ganze an der Seite aus Aluminium wie aus einem Guss ist. So, mach mal zu.
Da ist er. Und hier haben wir die gleiche Ansicht von der Seite nochmal. Garage. Ja, 300 Kilogramm gehen rein. Und die Ladekante, ja, ist auch okay. Ich zeig's mal gerade von der Größe her. Sie öffnet nach oben. Da ist dann rechts daneben das Fach für die Gasflaschen hintereinander. Gut, wahrscheinlich ein bisschen der Größe geschuldet. Aber auch das mit Dual Control, wie sich das gehört. Und überall die schönen Niesmann-Taschen dabei. Was sind da drin? Mach mal auf. Ja, ich gehe davon aus, dass hier dass die Anleitungen drin sind. Ja, genau. Da sind Anleitungen, Kabel und so weiter drin. So, ich zeig's mal gerade von der Seite. Wenn du mal gerade zumachst, Marlene. So sieht er komplett von der Seite aus und mal die Fahrertür schließt. Einmal die Seitenansicht. Am 28. Oktober. Gut, da haben wir noch ein Fach, kleines. Drunter. Unten ziehen. Ah, das ist für so schmutzige Sachen, die du reinmachen kannst, wie Stiefel und sowas. Da kannst du es nämlich, siehst du, da ist ein Auslass drin, ein Wasserauslass. Ja. Kannst du richtig schön dann reinspritzen und sauber machen. Okay. Für nasse Dinge. Deswegen ging es noch ein bisschen schwerer zu. Da oben ist die Markise, eine Thule Omnistor mit Beleuchtung. Und so ist das Außendesign in Carbonoptik. Ja, ganz schick. Ja, machen wir auf. Aufbautür. Jetzt fängt das Ganze schon an der Seite. Ich habe so eine Filzoptik, die sehr edel aussieht, sehr modern. Und habe, da ist der Mülleimer, schwarz in schwarz. Freut sich mein Objektiv. Die Griffleiste, hier ist die Öffnung und da hast du versenkte Kleiderhaken. Guck mal da oben. Ach ja. Mach mal raus, bitte. Ja, da muss ich jetzt auch. Also, wir zeigen auch gleich mal so ein kleines Detail. Ja. Goldig. Goldig, gell? Kannst du die an der Seite rauslassen und dann kommen die so raus, werfen Schatten. Das ist die Aufbautür von der Breite. Stell ich mal komplett rein, quer. In die Tür. Geht, oder? 1,72, du kommst gut rein. Ansonsten Fliegengitter. Ja. Warte. Das ist drin. Mach nochmal zu. Dann sieht man, hier hat man direkt ein kleines Schränkchen an der Seite. Wahrscheinlich auch mit Pushlock. Jawohl. Für Schuhe. Ja, das ist ordentlich. Das geht bis hinten durch. Echt? Ich krieg's kaum gefilmt. Jetzt kommt doch die Lampe. Doch, ist riesig. So, und jetzt sieht man schon gleich das Design. Ganz anders wie alles, was man kennt. Also sie haben es komplett neu entwickelt, das Fahrzeug. Es fängt an mit der Steuerung für die Türstufe und für die Außensteuerung. Wenn du da mal drauf drückst, das Ganze ist Touch. Ja, genau. Wenn du festhältst, genau unten auf die Stufe. Nach oben, meinst du? Nach oben, ja. Dann fährt sie ein und nochmal raus und festhältst. Dann ist sie draußen. Dann hast du hier die Außenbeleuchtung. Mach mal außen an. Links. Links. Dann sollte die Beleuchtung hier, tut sie auch. Mach mal aus. Und wenn du festhältst, müsste gedimmt werden. Ja. So, und dann hast du unten noch eine Fahrzeugbeleuchtung, die wir wahrscheinlich jetzt nicht sehen. Nee. Die wahrscheinlich unter dem Fahrzeug ist. Nee, ich sehe gar nichts. Aber es ist so hell. Ja, deswegen. Dann direkt mal ein kleines Detail. Hier vorne siehst du, also so funktionieren die alle. Da oben drauf sind zwei kleine Punkte. Ich hoffe, man kann die erkennen. Und wenn man da drauf drückt, damit wird es dann aktiviert, wenn es aus. Können wir euch gleich mal zeigen. So, dann hast du ein ausziehbares Brettchen direkt am Eingang. Ja. Das ist da. Feste ziehen. Feste. Warte. Denn es soll ja nicht klappern.
Und da kannst du dann dieses Holzbrettchen, was da drin ist, einfach drauflegen. Und das hat dann genau die gleiche Höhe. Warte, ich war, glaube ich, noch nicht fertig. Noch ein bisschen ziehen. Okay, ja, ein kleines bisschen. Und dann hat es genau die gleiche Höhe wie... Nee, du musst es drehen. Dass die ausgefräste Seite oben ist, dann passt es genau rein. Ich habe es eben mal ausprobiert. Und dann hat es genau die gleiche Höhe wie die Arbeitsplatte. Mach nochmal rein. Dann zeige ich mir gerade, da liegen uns die Schlüssel, die uns der Freistaat gegeben hat. Das sieht uns so aus. Da hast du dann das zum Reinziehen. Zieh es mal rein. So, es klappert auch nichts. Nee, das ist Wahnsinn, wie fest das ist. Also soll ja auch halten, ne, wie du gesagt hast. So, und das ist die Innenverkleidung. Hier hast du eine Besonderheit, wenn du mal gerade die Spüle nochmal aufmachst, dann mal so eine Art Korean. Da hast du eine große Spüle. Du kannst es mal umgedreht mit der gefrästen Ecke. Nee, wenn du es mal umdrehst, da siehst du, da ist eine kleine Nut drin. Genau. Und wenn du die Nut passt genau rein und dann ist es auch klappersicher. Ja. So, das ist das Kochfeld, das hat wieder eine Besonderheit. Ja. Was? Ja, wie komme ich denn dran, ne? Mach mal. Haben wir schon ausprobiert. Mal ziehen. Einmal ziehen, nach rechts ziehen. Und dann hast du hier eine Arbeitsplatte. Genau. Die kannst du... Hier ist diese Ablage, ne? Genau, da rausziehen. Und die haftet auch magnetisch. Genau. Das heißt, die ist unten auf diesem kleinen Holzteil drauf, sodass sie auch belastet werden kann. Also damit kann ich dann... Hält hier auch an der Platte dann. Da oben ist die Garderobe und da hält das Ganze dann fest. Ja, das ist der Herd. Zwei Flammenkocher, groß. Ja, auf jeden Fall. Also da kannst du gut kochen, ne? So, und da ist die Kaffeemaschine drin. Und falls man schlecht an die Kaffeemaschine rankommt, gibt es eine Besonderheit. Die kann man nämlich hochfahren. Ah, ne, das sagen wir aber gleich mal. Das hat einen anderen Zweck. Marlene. Ja, wir wollen nicht alles verraten. Ja, mach mal zu. So, allein schon die Farben, wie gefällt dir das? Ja, ist wirklich sehr schön aufgeteilt, wirkt es dadurch mit dem Holz. Sehr warm, wohnlich, angenehm. Gar nichts zu tun mit einem Wohnwagen, oder? Nee, eigentlich nicht. So ein richtiges, schönes Apartment, was drin ist. Ja, wenn du mal drauf gehst. Das ist der Schlafbereich, ganz groß. Ja, hier hast du überall Pushlock, Stauraum, von links nach rechts, hinten durchgehend. Zwei große Längsbetten. Ja, auf jeden Fall. Hinten noch eine kleine Ablage, USB-Anschluss. Aber was ich wirklich grandios hier finde. Ja, ist... Umklappen. Ja. Und jetzt nach oben. Und da kannst du auch nochmal deine Kleidung aufhängen. Kleiderschrank. Ja. Und nicht nur auf der linken Seite oder rechten Seite, je nachdem, wie man steht. Auch hier. Hui. Das kam dir auch gleich entgegen. Aber du hast es nicht zerstört. Also zwei große Kleiderschränke. Genau. Die man von oben einfach. Du kannst Sachen aufhängen und in dem vorderen Bereich kannst du ja tatsächlich immer noch irgendwas auch noch unterbringen. Ne? Genau, wenn du mal zumachst. Heißt, hier kommt man dran, problemlos. Und du hast dann hier unten dann die Möglichkeit, das jeweils zuzumachen mit Schränken, die hochgehen. Türen. Mach die mal hoch. Die gehen hin und rasten so ein bisschen ein. Genau. Stark. So, jetzt kannst du dich vereinzeln, zeig mal. Kannst du hier zumachen. Genau, wenn du mal richtig zumachst. Das ist so und jetzt kann ich ja noch hier durchgucken. Hm. Aber da gibt es ja eine Besonderheit. Ja. Welche? Soll ich mal zeigen? Ja, mach mal. Ah, ich mach mal. So, da ist jetzt die Marlene und hier gibt es ein Bedienpanel. Da muss man nur kurz davor gehen und hier gibt es noch ein Bedienpanel. Und hier gibt es ein kleines Feld für rauf und runter. Jetzt passt auf. Ich habe das schon in 100 Videos gesehen, aber noch nicht bei uns. Und die Marlene verschwindet. Bye, bye. So, wie ich mir das immer gewünscht habe. Nee, war Spaß. Ein Scherz. Und Schluss. Jetzt kannst du noch rausgucken. Also wahrscheinlich gibt es dafür auch eine Lösung, dass man dich ganz los wird. Aber die, da kann man auf jeden Fall jetzt reingucken. Guten Morgen. Mhm. Da ist die Seite. Wahrscheinlich geht das.
Geht das irgendwie noch rein? Komm, ich mach nochmal auf. Du kannst die Tür jetzt öffnen. Ja, warte, aber zeig doch mal, dass das jetzt... Das Geheimfach. Ja. Es ist ja jetzt nicht nur eine Ebene, sondern es hat jetzt tatsächlich zwei Etagen im Endeffekt. Du kannst ja darunter nochmal die Tasten oder was auch immer positionieren. Also hier ist die Steckdose. Da passt übrigens genau eine Nespresso rein, diese kleine schwarze, die wir auch haben. So, dass man das machen kann. Und hier, wenn ich jetzt nochmal auf den Schalter hier drücke und das runterfahre, dann fährt es auch gleich runter. Aber das wäre noch nicht alles. Wenn... Klack, das war's. Gucken, ob es noch weiter runter geht. Nee, das war's. Ja, der Kühlschrank, der fehlt leider in dem Fahrzeug, denn es gibt nur Schubladen. Ja, ach, diese eine Schublade. Die, welche? Die hier. Das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank? Das ist der Kühlschrank. Guck dir das mal an. Das ist echt, also ich finde das auch stylisch. Ne? Das ist wirklich toll gelöst. Hier kannst du dann Flaschen, Milch oder was auch immer positionieren. Stehend. Ja, genau, stehend. Ne? Mit dem, damit es auch nicht hin und her rutscht. Und klar, du hast hier noch die ganzen möglichen Sachen. Du kannst auch schon ein bisschen was vorkochen für die Reise unterwegs. Kannst alles schon mal hier positionieren. Also der Hersteller heißt Riba offenbar. Ich weiß aber gar nicht, ob Riba der Hersteller ist von dem Teil. Steht zumindest drauf. Aber es könnte auch nur der Hersteller sein von den kleinen... Für die Behälter, ne? Für die Behälter. Also hier ist auch nochmal abgetrennt. Ja. So sieht er von der Seite aus. Ich zeige euch das mal komplett. Das ist alles... Frigonautica heißt der. Steht auch eine Bezeichnung drauf. Kannst du es lesen? Eine Nummer? Ja, da hinten. Eine Seriennummer. Ja. Die Seriennummer willst du? Nee, die Seriennummer nicht, aber die... Also 134 Liter hat er auf jeden 134 Liter. Kapazität, Gastyp R13. Also er läuft mit Gas. Genau. Auch mit Voltage, Power Input 80 W. 80 Watt. Ja. Okay. SRL, Frigonautica SRL, also das kommt aus. Frigonautica SRL, das könnte auch aus Italien kommen. Ja, ist aus Italien. Made in Italy. Made in Italy. So, das ist der Kühlschrank. Und also der Modellnummer CG, Modell CG330101. CG330101. Oder ist das ein G? Oh, warte mal, das ist so klein. Einfach googeln. Das ist... Was, holst du die Brille raus? Oder? Trick 17. Ich mache dann immer Kamera. Foto. Foto und dann hoffe ich, dass ich das dann besser ablesen kann. Weil ich komme da nicht dran. Sag mal. Da ist er. Mach mal groß. Also, es heißt CG330101. Doch, 0101, ja. So, und das Modell das 134 Liter. Genau, Gastyp R134A. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Frigonautica SRL ist genau. Der Hersteller. Das ist echt klasse, habe ich noch nicht gesehen. Novum. So, mach mal zu. Jetzt gibt es eine zentrale Klappensteuerung hier. Also eine Schranksteuerung, die ist hier. Zeig mal. Warte mal, war die oben oder war die unten? Die war hier. Genau, man muss gar nicht drauf touchen. Genau da, wenn du da mal drauf drückst. Drück mal drauf. Dann gehen nämlich die Schränke zu und die sind jetzt verriegelt. Mach mal. Mhm. Jetzt ist Feierabend. Mach mal auf. So, der Kühlschrank ist, glaube ich, nicht davon betroffen. Der hat ja eine extra Taste. Genau, der hat ja einen extra Verschluss. Hier ist eine großzügige Schublade für Besteck, Kasten und Utensilien und vielleicht auch die Handtücher, Geschirrtücher, die man hier reinmachen möchte. Finde ich echt super gelöst. Hier sind auch noch die Anschlüsse für, beziehungsweise die Ventile für Gas. Ventile, genau. Die Absperrhähne. So. Ja. Unten auch nochmal eine Schublade. Eine Schublade für ein bisschen Stauraum nochmal, ne? Dann habe ich hier einen Dunstabzug elektrisch, das kennen wir ja schon von anderen, der auch natürlich als Lüftung bedient werden kann. Ja, angetan haben es mir diese ganzen Schalter, da kannst du viel regeln, wenn du mal kurz davor fasst, aber nicht anfasst, nur ganz, dann gehen sie schon an, sie messen das quasi und hier kannst du dann auch die Lichtsteuerung machen, sowohl hinten, vorne. Da das ein Bussystem ist, kannst du das auch im ganzen Auto machen. Das heißt, du kannst also auch von vorne, ich zeige das mal gerade, da vorne ist neben dem Fahrer, ist auch mal das gleiche in grün. Das können wir uns gleich mal angucken und da kann man das Auto dann komplett mit steuern. Ja, kommen wir mal zum Wichtigsten überhaupt. Das ist der Bereich Bad und auch da gibt es ein Novum, eine Tür.
da ist dein Waschbecken. Und was direkt mal auffällt, ist das Design. Auch hier ganz anders. Ja, ich finde das sehr ansprechend, sehr klar, modern, wohnlich. Auch mit dem Holz wirkt es dann auch sehr angenehm, sehr warm. Ganz moderne Farben, so als wäre man im Hotelzimmer, so einem Design-Hotelzimmer so ein bisschen. Zwei Schränke. Alles fühlt sich sehr satt an, oder? Wenn du da auf und zu machst. Ja, das auf jeden Fall. Also Qualität finde ich gut. So, oben Fenster natürlich. Da ist die Toilette mit drehbarem Sitz. Und da kannst du die Beine auch drunter machen. Geh mal rein auf die Toilette. Geht das gut? Ja. Jetzt könntest du zumachen. Mach mal zu die Tür. Also einfach zuziehen. Feste mal zu. Jetzt ist sie zu. Das ist die Tür. Okay, nochmal auf. Und dann siehst du hier das Waschbecken. Das heißt, du könntest dich auch hier schminken, theoretisch. Du hast einen Spiegel direkt gegenüber. Genau. Ich könnte hier dann meinen Schminkutensilien vielleicht hier ablegen oder im Schränkchen hinter mir. Oder hier sind ja auch nochmal Abstellflächen, wenn man das möchte. Klar. Haare waschen. Haare waschen. Duschen. Nein. In Duschen. Na, duschen geht ja da nicht. Nee, noch nicht. Denn wir haben es noch nicht umgebaut. Ja. Das Umbauen ist aber sehr einfach, denn es gibt hier einen kleinen Schalter, den kennt man so ein bisschen wie aus dem Flugzeug. Und der verändert quasi alles, denn man hat tatsächlich ein Schwenkbad. Und die Wand wird einfach rübergezogen, verriegelt. Und jetzt habe ich eine Dusche wie in einem Hotel. Wahnsinn, oder? Ja, kannst dich reinstellen. Da oben kommt die rein. Ich glaube, die ist noch nicht richtig drin. Ist sie drin? So, jetzt ist sie drin. Und da hast du dann... Ja, so auch nochmal. Ne? Du kannst auch wirklich hier die Duschsachen separiert reinstellen. Direkt Shampoo, Duschgel. Finde ich gut. Das alles machen. So, und wenn du das Bad nicht mehr brauchst, also auch hier kannst du jetzt problemlos zumachen, machen wir zu. Fester? Jetzt ist er zu. Okay, nochmal auf. Du meinst, wenn ich duschen möchte? Mhm. Das Einzige, was wahrscheinlich nicht geht, ist zeitgleich duschen und auf Toilette gehen. Das wird ein bisschen eng. Wenn der andere so lange drin bleiben möchte, klar. Wird aber kaum gehen. Ja, mach nochmal auf. Sag mal, war da das? Nee, da war nichts dran. Krass. Das ist Wahnsinn. Ist das gut? Ja, ich finde es super gut, die Lösung. Also wirklich auf engster Raum, auf kleinstem Raum diese Lösung. Wo du siehst, also da oben slidet das so ein bisschen hin und her. Das erinnert mich an Japan, wo die ja auf engstem Raum alles haben müssen. Da ist uns das Klopapier, falls es einer vermisst hat, auf der linken Seite. Ja, da nochmal auch Kleiderhaken. Handtuch. Handtuchhaken. Handtuchhalter, der Luft ausströmen, damit es auch schön warm ist, ist an der richtigen Stelle. Da unten. Cool. Also das Bad. Cool. Wirklich. Klein und fein. So, dann Face-to-Face, Sitzgruppe mit zwei Gurtplätzen. Genau. Und der Möglichkeit, dass du den zweiten Platz auch ausziehen kannst. Das bauen wir jetzt mal nicht um, aber du hast eine richtige Sitzgruppe hier drin. Die so face-to-face setze ich mal gerade gegenüber. Also die Leute beschweren sich immer face-to-face, warum wir so viele Anglizismen verwenden. Aber das ist ja, ich sag mal, den Tod haben wir jetzt schon gestorben. Die Franzosen, wo wir wohnen, die sagen dann statt Maus Souris und haben alles einfranzösigt. Und kommt aber jetzt auch so langsam. So, und da oben, da ist ein kleines Detail, dahinter ist der Fernseher, der wirklich riesengroß ist. Wenn du die mal wegnimmst, wir haben die Kopfstützen schon mal ein bisschen angehoben. Die kann man auch dauerhaft weglassen, wenn man nur zu zweit fährt natürlich. Und dann habe ich hier den Fernseher mit drin und den kann ich einfach rausziehen. Zur Seite und dann schwenken, wie ich es brauche. Und das ist ein Riesenäumel. Also bestimmt, weiß nicht, was sind das, 32 Zoll? Ja. Wahrscheinlich. 32 mal 2,54, 60 cm kommt hin von Alphatronics.
Da ist er drin. Oben drüber ein Schrank, zeig mal. Indirekte Beleuchtung, guck mal, wie cool das ist hier. Das heißt, die blendet nicht. Wenn ich von der Seite reingehe, ist sie quasi weg. Oben ein Schrank, da ist die Technik drin, Sattanlage. Da ist die Truma-Steuerung. Da oben ist nochmal zwei Pünktchen. Fahr mal drauf. Siehst du da? Und da kannst du die Jalousien rauf und runter fahren. Mach mal. Welche ist jetzt welcher? Das müsste... Oh ja, das ist runter. Damit fährst du die Jalousie vorne runter, wenn du einfach mal gedrückt hältst. Sehr lieb. Und stopp, lass mal los. Und jetzt fahr mal, mach mal stopp. So, und jetzt fährt die wahrscheinlich von oben nach unten runter. Ah, das war jetzt, wenn du festgehalten hast, ist die ganz runtergefahren, dass du nicht festhalten musst. Ja, so, jetzt drück mal unten die Taste. Und jetzt sollte sie von oben nach unten runterfahren. Festhalten? Ja, und jetzt hast du Privacy. Also wie beim Morello. Kannst du jetzt oben rausgucken. So, machen wir Stopp. Und wenn du jetzt die obere drückst. Ah, dann guck mal hier. Dann fährt das hin und her. Das habe ich ja noch nie gesehen. Nee, es fährt jetzt, glaube ich, ganz hoch. Oder ganz hoch. Das heißt, du könntest auch in der Mitte machen. Der untere wäre immer interessant zu wissen, was der macht. Aber du hast beides in einem. Das heißt, du hast also keine klappernde Jalousie oder sowas drin, sondern die Verdunklung ist... Und das hier sieht ja wohl original aus wie im Flugzeug, wenn du hier sitzt. Die Tüte, die... Die Verkleidung hier, wenn du hier so schaust, das ist wie so eine Filz-Designer, indirekt beleuchtet. Schon ziemlich schick. Ja, das Ganze ist Leichtbau, 3,5 Tonnen. Das ist der Tisch. Ja, kannst du hin und her schieben. Und auch wenn du es größer haben möchtest, auch ausklappen, wenn nicht gerade der Sitz im Weg ist. Ja, der ist normalerweise ja auch gedreht. Ja. Aber kannst du ruhig lassen. Aber ich glaube. Ja. Der Tisch lässt sich, glaube ich, noch seitlich verschieben. Probier mal. Ziemlich feste. Vielleicht die andere Seite. Wie meinst du? Wenn du es nach links und rechts schiebst. Nee, einmal so und einmal anders. Nee, tut sich nichts. Dreh mal. Ah, das kann sein, drehen. Ja, drehen geht. Und jetzt kann man den sogar so hinschieben, dass du also die kleine Fläche auch für zwei Personen zum Beispiel zum Kaffee nutzen kannst. Genau. So, und wenn du mal ganz viel Platz draus, wenn du mal komplett drehst, um 180 Grad, noch weiter, ich weiß nicht, ob es jetzt noch weitergeht, weiter und jetzt mal ausklappst. Und dann könnte es nämlich sein, dass es direkt geht, ohne dass man den Fahrersitz verdrehen muss. Jetzt noch eine Kleinigkeit, wenn du nochmal hochklappst. Da unten ist noch so eine Schiene drunter, die kannst du rausziehen. Siehst du die? Unter dem Tischbrett. Da, genau, wenn du mal hochguckst. Was genau meinst du jetzt? Da, ja, genau, wenn du die rausziehst. Ah. Und dann ist das Brett auch belastbar. Okay. Sodass also auch zwei Leute nebeneinander jetzt sitzen könnten und könnten hier schon Kaffee... Kochen. Mit der vollautomatischen Kaffeemaschine natürlich. So, packen wir mal ein. Also das mit der Schiene haben wir noch nicht ganz rausbekommen, ob man das an jedem Punkt da an der Schiene, so eine Art Multifunktionsschiene drin. So, da ist eine Revisionsklappe, mach mal auf. Wahrscheinlich irgendwelche Tanks. Ja, ein Wassertank, zugänglich, reinigen und so. So, und dann zieh die mal zu dir, den Tisch, oder drehen mal. Dann kommen wir nämlich wieder an die Bank ran und guck mal, was unter der Bank ist. Das würde mich mal interessieren, unter der da. Das sind schön mit den Kissen, das ist so ganz Automotive. Die lässt sich hochklappen und jetzt habe ich da nochmal einen großen Stauraum. Und das gleiche wahrscheinlich auf der anderen Seite, wenn da nicht die Heizung ist. Also alles ganz anders. Na? Heizung. Nee, da lässt sich nichts. Lässt sich nichts öffnen. Hauptsache die Kissen abgemacht. Nee. Ja. Der Vorteil ist, wenn du vorne jetzt drehst, das könnte jetzt schon ein Notbett sein, indem du da den Fahrersitz ranschieben würdest als Verlängerung. Könnte auch ein Kind drauf schlafen.
können das ja mal ausprobieren. Ja, das ist jetzt ein Fiat Ducato Drehsitz. Du wolltest es, ich habe nichts gesagt. Der Drehknopf. Guck mal vorne rechts, da sind zwei. Ja. Ja, muss mal ausprobieren. Da einmal, wahrscheinlich der vordere. Ne? Guck mal, unten drunter ist noch einer. Der da. Die guten Agouti-Sitze. Genau, da. Kann sein, dass du den jetzt entriegeln kannst, indem du nach vorne und nach hinten machst. Oder hochziehst. Und jetzt geht's. Ja. Sehr schön. Nach hinten. Nach hinten, ja. Agouti Premium Hersteller. Schon eng. Warte, ich zeig das mal gerade. Hier wurde ja jeder Millimeter quasi genutzt in dem Auto. Definitiv, aber es lässt sich nicht. Genau, wenn du mal zurückfährst, den Sitz ein bisschen. Das meinst du? Ja. Guck mal, da hinten ist nämlich schon das Lenkrad wieder. So, und jetzt könntest du das Lenkrad noch ein bisschen reinfahren. Also wenn das Lenkrad nicht da wäre, genau. Das Lenkrad nämlich nicht da wäre, das können wir mal gucken. Marlene guckt. Eine verfahrene Situation quasi. Was du von mir alles heute möchtest. Ich muss dir mal zeigen, wie das geht. Ja. Guck mal, ist die Höhenverstellung, siehst du? Wo ist denn die hier? Da. Und wenn du es jetzt mal nach unten schiebst? Wie nach unten? Nach unten drückst? Geht nichts mehr? Naja, und mal hoch drückst? Nee. Geht nichts. Gott, also das ist das Maximum. Das ist fest. So, jetzt könntest du aber die Sitzlehne könntest du noch ein bisschen steiler machen. Ja. Dann können wir es vielleicht noch ein Stückchen zurückfahren. Ich will nämlich nur mal sehen, ob man diese Auflagefläche dann erweitern könnte. Geht nicht? Nee, einmal drehen, dann kommt die Lehne dir entgegen. Ja, ja, ich versuche. Andere Richtung. Du musst sie leicht entlasten, genau. Und jetzt müsste aber drehbar sein. Ja. Jawohl. Ich glaube, wenn das die Leute sehen von Niesmann, der erste Praxistest im... Ah ja, wir haben ja nichts erklärt bekommen. Nichts erklärt. Nee, wir wollten ja auch gar nichts erklärt bekommen. Wir hätten es ja auch erklärt bekommen. So, und jetzt kannst du den vorne noch ein bisschen zurückschieben. Vielleicht. Ja! Und jetzt könnte man, naja. Aber nach rechts geht wohl nicht. Geht jetzt nicht mehr. Aber du bist jetzt zumindest mal so, dass du Fernsehen gucken kannst. Okay. Geht der Sitz noch ein bisschen nach hinten jetzt? Mal probierst. Ja. Geht noch, gell? Da ist der. Nee, ich meine die Neigung von der Lehne. Also wenn du das jetzt nach vorne machst. So, weiter. Geht noch ein bisschen. So, ist gut. So, jetzt könntest du quasi hier sitzen, und wenn du mal gerade das Kissen da mal nochmal gegen machst. Sieht es ein bisschen schöner aus. Könnt besser filmen und könntest die Beine hier, theoretisch. Was sie nicht macht, übrigens, sie berühren nicht den Sitz. Bitte keine Kommentare und da wäre dann der Fernseher. Aber haben sich die Mühen gelohnt, des Drehens? Ich glaube, wenn du es zweimal machst, dann geht's. Ja, wenn man geübt ist, wenn man das Fahrzeug kennt, dann ist es natürlich... Kein Problem. Also hier hätte ich dann quasi meine... Doppelsitzgruppe vorne, hab hier meinen Face-to-Face-Sitz, hab hier das große Fernseh, das ist meine Küche und ja, großer Schlafbereich. Ob man da das kleine Ding noch zumachen kann, wir werden es heute nicht mehr erfahren. Aber eins fehlt noch, was haben wir komplett vergessen? Wir haben Küche, Bad, Schlafbereich. Ja, Schlafbereich 1. Und Schlafbereich 1. Ja, und natürlich das Hubbett. Hubbett. Das war doch noch was. Das ist hier. Warte, ich rufe mal gerade ein bisschen dunkler. Dann kann die Kamera ein bisschen besser filmen. Da oben ist das Hubbett. Das ist übrigens grau in grau. Da freut sich wieder meine Belichtungsautomatik, damit ich es abgebildet kriege. Und genau, wenn du mal gerade so lässt, dann kann ich das Cockpit mal gerade filmen. Das ist ein Fiat Ducato mit 9-Gang ZF-Automatik und einem großen Zeneck-Navi drin. Und so sieht übrigens der Anschluss an. Das ist Wahnsinn, wenn so hell ist, kriegst du die Automatik kaum dazu, was zu zeigen. Hier unten, wenn du da mal kurz aufmachst. Großes Staufach oben. Oder so. Ja, das ist schiebbar. Ich lag falsch, schiebbar. Der Stauraum ist komplett ausgenutzt. Und an der Seite hast du die Verdunklung.
Das haben wir eben schon mal geübt. Ja, du hast geübt. Ich habe geübt. So, schauen wir mal. Aber einen riesigen Blick, einen Panoramablick. Nee, da genau. Und geht. Bis vorne hin, das kann man denn so dran machen. Magnetisch. Ja, magnetisch. Mach nochmal zu. Ich zeig mal gerade den Panoramablick hier, dass man mal sieht, wie man, was man hier für einen Blick hat. Wenn du mal kurz zu mir kommst. Ja, bitte. Das ist quasi mit wenig Streben eine riesen, fast wie ein Flugzeugcockpit. Ja, definitiv. Das erinnert einen wirklich daran. Du hast kaum was, was stört. Du kannst komplett rausgucken. So, und jetzt haben wir das hier umgeklappt. Genau. Die Sitze haben wir schon nach unten gemacht. Und das Hubbett, stopp, warte mal kurz. Jetzt habe ich dich. Genau, geh nochmal kurz mit den Händen dran, dass man das sieht. Da ist eine kleine Entriegelungsklappe. Und das ist so gut integriert, dass du es gar nicht vermutest. Nee, und es geht auch wirklich leicht runter. Also es, ich habe da jetzt nicht so viel Kraftaufwand bei dem hier. Gar nicht. Würde ich jetzt auch. Großes Hubbett mit... Ausfallschutz. Genau. Kann man hier dann wieder einstecken. Und das Ganze auf 3,5 Tonnen Basis. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist hier mit dem Polster, denn das vordere Polster ist so relativ dünn. Aber wahrscheinlich kannst du das umklappen. Klapp mal um, Marlene. Es kann sein, dass das hintere, es ist jetzt in Folie drin, ja, ja. Dass man das einfach klappen kann. Und dann hast du zwei komplette Polster, dass du nämlich hier nach hinten ein bisschen... Ja, ja, das ist geklappt. Ist geklappt, gell? Ja, das siehst du an der Seite. Zeig mal. Ist zweiteilig, gell? Ja, hier, ja. Siehst du? Da ist es geklappt. Das eine Teil klappst du noch rüber. Alles ist auch. Und hat man... Mach mal zu, den Ausfallschutz. Da oben hast du so... Ach so, den soll ich... Ja, genau. Ups. So, und dann... Könnte man das schon als Hundezwinger? Nee. Nee, ich glaube, die würden auch an der Seite vorbei hüpfen. Aber nee, die Kinder, wenn die da drauf schlafen, die fallen dann nicht runter. Oder wenn man das selbst auch wünscht, natürlich. So, ich mache nochmal auf. Ein bisschen mehr Licht. Kleines Häkchen hier oben drin. Ja, cooles Konzept, oder? Alles in allem. Was ganz anderes, ganz modern. Ja, definitiv. Und alles auf kleinem Raum. Das ist echt genial. Warte, ich zeig dich mal komplett. Du mal gerade. Also man kann dann praktisch hier draufsteigen auf das Sofa, geht dann auf den Tisch drauf und ist dann auf dem Bett drauf, sodass ich auch gar keine Leiter brauche und kann das Bett dann benutzen. Schieb mal hoch, so schwer? Nee, überhaupt nicht. Zu dir, gell? Guck mal. Fingerleicht. Ich also wirklich. Vielleicht jetzt oben dann natürlich. Feste drücken. Ist es schon? Es hat doch schon geklappt. Ja, hat schon. Genau. Nee, es ist noch nicht ganz drin, aber du musst es jetzt nicht mal probieren. Es kann sein, dass du es nochmal aufmachen musst. Ja. Genau, mach nochmal auf. So, und dann musst du es, glaube ich, gucken, ob irgendwas im Weg ist. Irgendwas im Weg. Was den Schließmechanismus? Nee, gell? So, und jetzt mal feste zu. So, und die andere Seite noch. Nochmal auf. Das muss, glaube ich, zeitgleich auf beiden Seiten. Okay, dann sollte man das wirklich zu zweit dann tatsächlich. Ja, oder sich mal erklären lassen hier von den Leuten vom Freistaat. Nee, ich krieg nur die eine Seite. Okay. Boah, ich bin natürlich... Aber es war gerade eben zu. Ich hatte zu. Wahrscheinlich. Mach mal. Nee. Nee, geht nicht. Das werden wir erklärt kriegen. Cooles Konzept. Ja, Einweisung immer so 1-2 Stunden. Da erfährt man übrigens auch, was dieses tolle Bedienteil dann noch kann. Wahrscheinlich Hauptstrom an- und abschalten. Die indirekte Beleuchtung erinnert mich so an unseren Garten. Ja, das stimmt, das habe ich mir auch schon gedacht. Hat also wirklich was Wohnliches. Cool. So, wir sind durch. Haben wir was vergessen? Wenn ja, Pech gehabt. Da ist es. Und die Sonne ist jetzt schon leicht. Das ist natürlich viel besseres Filmwetter, wie gerade eben bei voller, praller Sonne. Der iSmooth 6.9e, Modelljahr 2021. Er wurde just vorgestellt und natürlich ins Corona-Jahr gefallen. Sie haben wohl jahrelang dran experimentiert, aber es ist Ihnen gelungen, diesmal im Bischof. Ja, auf jeden Fall. Ich bin vom Badezimmer total begeistert. Ja, danke Marlene. Sehr gerne, Sven. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn ihr Lust habt, einfach mal Kanal abonnieren. Und gebt diesem Video ein Like. Tschüss.